Liebe Claire, herzlich willkommen. Lieber Manfred, herzlich willkommen. Wir machen ein kleines Interview zu dem heutigen Tag. Heute ist Dienstag. Wir sind sozusagen am vorletzten Tag unseres Gesundheitsgipfels, des vierten Gesundheitsgipfels. Heute war Programmpunkt eine Zukunftswerkstatt. Ihr habt die Vision 2020 diskutiert und erarbeitet, also die Gesundheitsvision 2020. Vielleicht zunächst einmal Claire, wenn du dich kurz vorstellen würdest. Ich bin Claire Holzkamper, komme von der Landesbank Baden-Württemberg am Standort in Mainz. War 5 Jahre freigestellte Personalrätin und bin auch weiterhin im Personalrat, aber nicht mehr freigestellt und Vertrauensperson der Schwerbehinderten. Vielen Dank. Manfred, wenn du dich kurz vorstellen würdest. Jo, Manfred Büchner ist mein Name, bin 54 Jahre alt, bin von Beruf her Chemielaborant-Physikotechniker, seit 16 Jahren Betriebsrat bei der BSFSE, bin für die BSFSE Vorsitzende des Ausschusses Arbeitssicherheit und Gesundheit in verschiedenen überregionalen Gremien tätig, wie Berufsgenossenschaft und bei der IGBSE verschiedene Themen. Ja, ich habe gerade angesprochen, es war heute den ganzen Tag Programmpunkt, die Zukunftskonferenz. Könnt ihr so in wenigen Worten zusammenfassen, was heute so passiert ist? Was waren so die Schritte zu eurer Vision und dann auch zu den Maßnahmen? Was ist passiert heute? Claire? Ja, wir haben angefangen, erstmal einzelne Punkte zu sammeln. Was würden wir gerne anders haben? Wie soll es 2020 aussehen in der Arbeitswelt? Und kam dann auch danach zu entsprechenden Ergebnissen. Wie ist es bei euch so in der Gruppe verlaufen? Ja, zunächst mal für den ganzen Tag finde ich doch beachtlich, wie denn mit so Methoden, wie sie Heinrich angewendet hat, eine sehr breite, inhomogene Gruppe intensiv Themen bearbeitet, uns wieder als Gamma eint und dann hinterher auch zu relativ konkreten Ergebnissen kommt, die wieder für alle gleich sind. Ob Verwaltung, ob Industrie, ob Metall, ob Chemie, egal wie, ob Hamburger Hafen, am Ende des Tages haben wir eigentlich wieder gleiche Schwerpunkte und relativ konkrete Ergebnisse wieder hinkommen. Wenn ihr so zurückblickt, was nehmt ihr so aus dem heutigen Tage mit? Was ist so euer persönliches Highlight? Claire. Der Manfred? Manfred, Entschuldigung. Ja, der Manfred hat es gerade schon angesprochen. Also für mich war faszinierend, diese Zukunftsvisionen, die man hat und nachher die Übereinstimmung über alle Arbeitsgruppen hinweg zu bestimmten Kernaussagen, die sich überall wiedergefunden haben. Und was für mich so wirklich das Highlight war, auch dann mal auf den Realitätsgehalt zu prüfen, dass da ganz viel drinsteckt, was wir angehen können und auch umsetzen können. Manfred, was war so dein Highlight? Also ich kann mich dann anschließen, wohl den gestrigen Tag vielleicht noch kurz erwähnen, was für mich bisher eigentlich schon die Haupterkenntnis, zum Beispiel zu lernen, was Partizipation tatsächlich bedeutet, diese 4 Stufen. Und würde heute am Ende des Tages dahin kommen, dass viele von uns, wir selbst noch oft in der Falle sitzen und immer von anderen erwarten, was sie denn tun sollten, zum Beispiel auch Gesetzgeber, wer auch immer. Dabei war meine Erkenntnis heute, viele Grundlagen haben wir, müssen wir tun. Ja, liebe Claire, lieber Manfred, das war es auch schon. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend auf der Alm und morgen noch einen schönen Abschlusstag. Herzlichen Dank. Dankeschön.